Hallo und herzlich willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 34. Geld. In unserer heutigen Kultur und Gesellschaft braucht jeder Mensch Geld. Man braucht Geld, um sich wichtige Sachen kaufen zu können, wie zum Beispiel Lebensmittel oder um die Miete zu bezahlen. Ohne Geld ist es heutzutage fast unmöglich zu überleben. Jeder braucht zumindest ein bisschen Geld. Wenn man arbeitet, verdient man Geld. Na klar. Aber man muss dieses Geld auch wieder ausgeben, um sich sein Leben zu finanzieren. Viele Deutsche sparen gerne Geld. Das heißt, sie geben nicht alles aus, was sie haben. Das ist wichtig für den Notfall. Wenn du zum Beispiel dein Auto reparieren musst oder wenn du eine neue Heizung kaufen musst, dann ist es gut, wenn du vorher etwas Geld gespart hast. Viele Menschen sparen das Geld nicht nur, sondern sie investieren es auch. Manche investieren gerne in Aktien oder in Immobilien. Andere kaufen sich Gold. Sparst du dein Geld nur oder investierst du es auch? In Deutschland kann man fast überall mit Karte bezahlen. In den meisten Geschäften kannst du mit deiner Kreditkarte bezahlen. Aber in Deutschland ist es trotzdem wichtig, immer etwas Bargeld dabei zu haben. Es gibt auch Restaurants und Geschäfte, in denen du nur bar bezahlen kannst. Also, wenn du in Deutschland bist, nimm immer etwas Bargeld mit. In Deutschland zahlt man seit 2002 mit dem Euro. Davor war die deutsche Währung die deutsche Mark. Welche Währung existiert in deinem Land? Zahlst du auch mit dem Euro oder mit einer anderen Währung? Schreibe es mir wie immer in die Kommentare. Neue Vokabeln. Lebensmittel, groceries. Miete, rent. Überleben, survive. Zumindest, at least. Geld verdienen, earn money. Geld ausgeben, spend money. Geld sparen,
save money. Notfall, emergency. Investieren, to invest. Aktien, stocks. Immobilien, real estates. Trotzdem, nonetheless. Bargeld, cash. Währung, currency. Hast du alles gut verstanden? Super! Wenn nicht, dann höre diese Episode einfach noch einmal. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening. I really hope you enjoyed that episode. Please give the thumbs up. Don't forget to subscribe my channel. Let me know your thoughts in the comment section. And I hope I can see you in the next episode. Tschüss und bis bald.